Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, wir stehen hier an der Ampel, wo wir gestern angehalten haben. Wir werden heute mal unsere Fahrt fortsetzen. Boah, ich habe eben eine E-Mail bekommen von Microsoft. Wenn ich schon wieder sehe, liebe Nutzer, Doppelpunkt innen, dann könnte ich schon wieder im Strahl kotzen, ganz ehrlich. Nur weil irgend so ein paar Vollidioten, so eine Handvoll Vollidioten das wollen, rennen alle hinterher und machen diesen Müll. Ich habe schon zigmal gesagt, guckt euch den Schrott doch mal an, was dabei rauskommt. ZeugInnen. Was ist ein Zeug? ÄrztInnen. RechtsanwältInnen. Alter, nee. Wenn die wüssten, was sie da für ein Schwachsinn, aber das sind Rechtschreiblegastemiker, glaube ich, die so einen Müll da verbreiten. Ey, es sind Sachbegriffe. Ärzte, Rechtsanwälte, Zeugen. Weiß nicht, was so ein Vollschwachsinn soll, du, ganz ehrlich. Könnte ich mich jedes Mal übers Neue drauf aufregen, wenn ich so einen Scheiß lese. Noch schlimmer, wenn man es dann auf YouTube-Kanälen hört, ey. Also, nee, also werden von mir ganz ehrlich sofort deabonniert. Weg. Ich tue mir diesen Scheiß nicht an. Der Autofahrer im Allgemeinen. Ah, da muss ja jetzt machen, die Autofahrenden zum Beispiel. So ein, ja. Armes Deutschland kann man nur sagen, aber das ist ja nicht nur bei der Sprache so. Es ist ja mit allem möglichen Kram ist es ja so. Es ist, also Deutschland ist einfach nur noch lächerlich. Junge, 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 Junge. Ich weiß nicht, wann da mal wieder Normalität eintritt. Die Älteren hier in meiner Generation, ne, die hier, die wenigen, die gucken, die können das bezeugen. Frage wäre auch mal an die Jüngeren, wer braucht diesen Müll? Mal ganz ehrlich, wo wollen wir überhaupt hin? ZeugInnen. Ei, ei, ei. Ach, Neapel, okay. Das DLC ist natürlich noch nicht draußen. Wenn man den Fotos so glauben darf, bei Facebook und so weiter von SCS, dann wird das auch noch eine Weile dauern, bis das kommt. Vielleicht im Mai irgendwann. Man muss es dann mal... Ups. Man muss dann mal schauen, wie das aussieht. So. Wollen wir mal sehen, wo kommen wir denn hier raus? Da ganz hinten war. Daxalogis. Oh. Ups. Aber so ein Auflieger kann doch nicht ein. Ja, hat sich einfach in Luft aufgelöst. Wahnsinn. Okay. Warum? Pff. Keiner weiß es genau. Wir müssen hier rum, wa? Was ist das hier für eine komische Straßenführung schon wieder? Ui, 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 das ist aber knapp da hinten. My lover. Alter, mach diese Zufahrtsstraßen hier doch noch enger. Dann funktioniert das besser mit so großen LKW. Was leuchtet da eigentlich für eine Latüchte? Ich habe doch die Handbremse gar nicht angezogen. Ach, fahren ohne Licht leckt mich doch am Ärmel. Es ist taghell. Wir haben 7.45 Uhr in der Früh. Warum soll ich denn da Licht anmachen? So ein Blödsinn. Mach's auch weiterhin nicht an. Man könnte ja auch, wenn man von der Fähre kommt, da so ein paar Schilder hinhängen und sagen, hier, pass mal auf, achte mal darauf, dass Tagfahrlicht hier vorgeschrieben ist. Und ich würde das jetzt nicht an der Uhrzeit festmachen. Wenn es dunkel ist, klar, dann muss ich Lichter machen. Aber doch nicht um 7.45 Uhr, wenn es... Ganz ehrlich, du siehst doch alles. Warum soll ich hier Licht anschalten? Warum? Ich will es nicht. Muss Strom sparen, hat der Habeck gesagt.
Ja, ich hatte ja gesagt, wir haben hier letztens auch einen dicken Stromausfall gehabt, Bezirk Reinickendorf in Berlin. Ja, Ursache wurde nicht gesagt, unbekannt, aber ich kann es mir denken, weil auch in anderen Orten oder in anderen Gebieten, muss man ja schon sagen, nicht Orte, in anderen Gebieten von Deutschland häuft sich das nämlich anscheinend auch. Ach so, der Michael hat mir was erzählt. Und zwar, und da frage ich euch nach dem Sinn und nach dem Verstand. Pass auf. Escape. Optionen. Wir haben einmal das Gameplay. So, pass auf. Wir haben... Geschwindigkeitsbegrenzer. Komisch. Den haben wir doch grundsätzlich aktiviert. Okay, bei diesem ist er sowieso an. Das ist ein World of Trucks Auftrag. Gut, gucken wir weiter. Rotation Blinkerkamera. Wo war denn der Scheiße jetzt? Wahrscheinlichkeit, bla bla bla. LKW-Einstellung, Getriebeart, hast du nicht gesehen. Darstellung, Aufliegerladen, bla bla bla. Feststellbremse, Simulation, Druckluftbremssystem, das ist Mist. Dann stehst du ewig und 3 Tage da. Ich glaube, das ist heute auch nicht mehr so. Jetzt völlig bescheuert oder was? Da. 30 Meter. Haben wir eingeschaltet. So, und jetzt soll es so sein. Das funktioniert ja nicht, haben wir ja festgestellt. Jetzt soll es so sein, dass wir angeblich das nochmal durch einen Schalter ein- und ausstellen müssen. Gucken wir mal, ob wir das hier irgendwo finden. Warnblinkanlage, Lichtmodi, Hupe, Fanfare, Scheibenwischer, Tempomat, Adaptive Cruise Control Mode. Nehmen wir mal das. So, jetzt erklärt mir mal bitte eins. Den Notbremsassistenten. Das ist ja so ein Ding. Das kann ich in einem LKW ein- und ausschalten. Ja? Dafür habe ich einen Schalter. Ein, aus. Hier schalte ich ihn unter Optionen ein. Das Ding ist an und bleibt auch an. Bei dieser Cruise Control, Abstandswarner, da denke ich mir mal, dass ich das im realen LKW einschalten und auch wieder ausschalten kann. Hier wird es im Menü aktiviert und ich muss es trotzdem noch einschalten. Warum ist das mit dem Notbremsassistenten nicht so? Da kommt doch mal ganz ehrlich, da kommt doch kein Schwein drauf, dass man da extra nochmal eine Taste zuweisen muss. Wenn, dann eine Taste für beides, dass man sagen kann, ich will beides während der Fahrt ein- und ausschalten. Oh, das ist doch schwachsinnig so. SCS, was habt ihr euch dabei gedacht? Nichts Gutes jedenfalls. Nee, es macht echt keinen Sinn, dass du das eine quasi drückst und es ist aktiv. Und das andere drückst du, es ist nicht aktiv und du musst extra nochmal eine Taste dafür hinterlegen. Das ist Schwachsinn in meinen Augen. Entweder man hat's oder man hat's nicht. Ach, leck mich, ich mache auch weiterhin kein Licht an. Kannst du machen, was du willst. Warum soll ich am helllichten Tag Licht anmachen? Wurde nicht darauf hingewiesen. Nee, also den Sinn erkenne ich nicht. Guck mal, was er mich rauslässt. Jetzt testen wir es aus. Pass auf. Ich glaube, den Notbremsassistenten haben wir weiterhin aus. 89 km/h, 90 km/h. Wir kommen näher ran.
80 dürfen wir. Wir kommen näher ran. So. Jetzt schalte ich ihn ein. Also, ob ich dafür eine Taste hinterlege oder in Rom geht's Licht aus, das macht hier keinen Unterschied. Tasten und Knöpfe. Motorbremse, ich hatte ja das A dafür hinterlegt, ne? Lichtmodi, Fernscheinwerfer, Tempomat, Cruise Control Mode, genau, mit dem A. Gameplay. Gucken hier noch mal rein. Geschwindigkeitsbegrenzer, da kommen wir im Moment nicht ran. So, anpassen. Da. Adaptive, genau. 30 Meter, 100 Fuß. Gut. Mit anderen Worten, wenn es da nicht bald mal eine gescheite Anleitung gibt, wie das funktionieren soll, das funktioniert für den Arsch nicht. Ich glaube, wir haben uns irgendwo verfahren. Guck mal, wir dürften so weit gar nicht rankommen. Drücke mal das A, schalte das quasi ein. Und er müsste uns, wenn wir jetzt quasi ranfahren oder näher kommen, ich habe mich definitiv erfahren, wir haben 176 Kilometer noch auf der Uhr. Müsste er die Temperatur, die Geschwindigkeit runterregeln, sodass wir nicht auffahren. Es funktioniert aber nicht. Wir brauchen jetzt ein bisschen, bis wir in Gang kommen. So, und meinetwegen dieser Abstand, der müsste sich jetzt irgendwie halten. Das heißt, er sagt jetzt, oh, wir haben 85, das ist zu schnell, ich muss runterbremsen. Das tut er aber nicht. Ja? Genau. Funktioniert nicht. Also alleine mit der Tastenbelegung einschalten, ausschalten, ist es nicht getan. Ich habe jetzt nochmal das A gedrückt. Auch jetzt können wir dem locker auf die Stoßstange kriechen. Ups, da ist ein... Ups. Ich habe keinen Unfall verursacht. Bin nur über das Schild gefahren. Ja, also wie gesagt, das muss mir mal einer erklären, das funktioniert nicht. So, wir müssen... Ja, schade. Nettes Feature, Funktion gleich null. Also nicht nur, dass man dafür noch einen extra Schalter braucht, angeblich, der aber dann keine Funktion hat. So, aber ich werde jetzt nicht da durchfahren. Das kannst du mal gepflegt vergessen. Ich versuche mal hier rüber Daro durchzukommen. Das ist etwas breiter. So. Ja, was soll man sagen?
War ein Versuch. Klappt nicht. Witzlos. Wenn ihr noch eine andere Lösung dafür habt, gerne mal in die Kommentare. Ich würde das echt mal ausprobieren, wie das funktioniert. Aber naja, man sieht's ja. Ich werde auch mal bei YouTube gucken, ob ich da irgendwo einen Hinweis für finde, wie es funktionieren könnte. Aber so mit Einschalten und Taste alleine reicht es nicht. Ich will jetzt mal gucken, 95 Kilometer noch, ob wir das eventuell in dieser Folge noch hinbekommen. Dafür fahre ich mal wieder ein bisschen unkonventionell. So. Im Übrigen habe ich das Gefühl, unsere Industrie zockt uns ab. Ich wollte heute Morgen Haribo Colorado mitnehmen. Ich habe normalerweise immer hier diese großen Tüten da, 365 Gramm oder was da drin ist. Kostet im Kaufland bei Lidl 1,39. Heute früh, ich war jetzt allerdings nur im Kaufland, wollen die für eine kleine Tüte 1,39 haben. Also, ganz ehrlich, es wird sich im Namen des Krieges, werden sich die Taschen voll gemacht. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Rohstoffknappheit, so ein Schwachsinn. Es steigen alle Kosten. Bei meinem Telefonanbieter auch, ja, dann müssen wir 5 Euro mehr nehmen ab Mai. Ja, ich habe dann überlegt, auf was kannst du verzichten? Gut, Festnetztelefonie nutzt man so gut wie kaum. Eigentlich, also kann ich an 5 Fingern abzählen. Und von daher habe ich dann die Option Festnetztelefonie geändert und bezahle jetzt im Prinzip weniger als vorher. Naja, wer abkassieren will. Gut, jetzt habe ich zwar weniger Leistung dafür, aber trotzdem geringeren Preis als vorher. Das ist, ja, oder auch eben nicht wie die Öffentlich-Rechtlichen. Ja, wir brauchen mehr Geld und wenn wir mehr Geld brauchen, dann müssen wir uns das von den Bürgern holen. Wo die das aber herkriegen sollen, da fragen die Vollpfosten nicht nach. Es ist ganz ehrlich, also natürlich würde jeder Unternehmer möchte machen, aber mein Gott, so ein bisschen sozial denken. Weil ich sag mal so, wenn ich die Preise letztendlich so hoch so in die Höhe treibe, dass es sich kein Schwein mehr leisten kann, dann habe ich mit meiner Firma da auch nichts von. Im Gegenteil, wenn ich dann einer derjenigen bin, die sagen, oh Gott, ne, Haribo erhöht die Preise und die Firma Trolli senkt sie oder hält sie gleich, dann ist doch logisch, was die Leute kaufen. Dann wundern sie sich, wenn sie pleite gehen. Heute heißt es ja insolvent. Die haben früher gesagt, pleite. So, wir sind gleich am Ziel. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über ein Abo. Würde mich halt tierisch freuen, wenn wir bis zum Jahresende die 1000 erreicht haben. Dafür brauche ich eure Hilfe. Also abonnieren, Glocke klicken, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Videos hier natürlich ETS, LS22, Bausimulator, das ein oder andere Video auch mal. Vorhin hatte ich mal ein Racing Spiel runtergeladen, ja, soweit ganz schön, aber wenn du neue Fahrzeuge brauchst, also es ist kostenlos. Wenn du neue Fahrzeuge brauchst, dann wirst du zur Kasse gebeten. Und das kann es dann auch nicht sein. Na, dann bringt mir das Ganze kostenlos nichts. Wenn ich dann bestimmte Fahrzeuge für teuer Geld einkaufen muss, dann sollen sie das Geld, das Spiel verkaufen und DLCs oder Add-ons einzeln verkaufen. So, wir sind gleich da. Genau, Däumchen hatte ich gesagt, Kommentare, bleibt brav, YouTube sperrt alles, was nicht nied- und nagelfest ist.
alten Feldbinder da. Boah, sieht der hässlich aus. Blau und braun. Da müssen wir rein. Wir sind angekommen. Und in diesem Sinne sage ich dann erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin. Tschüss.